Dieser Platz am Fegesacker Hafen wird künftig Volker-Ernsting-Platz heißen. Ein Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen bekannten Bremer Illustratoren und Cartoonisten, der nicht nur gerne Möwen malte und die normalen Bremer Bürger karikierte, sondern auch Fußballpersönlichkeiten oder Politiker wie Helmut Schmidt. Ich empfinde das als eine unglaubliche Würdigung seiner Arbeit. Er hat ja einerseits einfach in Fegesack gearbeitet, er hat auch ein bisschen was für Fegesack gemacht, aber eigentlich hauptsächlich in Fegesack gearbeitet und hat 30 Jahre lang politische Cartoons gemacht und war da einfach eine führende Figur. Volker Ernsting hat für den Weser-Kurier gearbeitet, für Radio Bremen, den Stern, die Pardon und Titanic. Für die Fegesacker ist und bleibt er ein Fegesacker Jung. Tatsächlich gab es einen Vorschlag von einem Fegesacker Bürger auch dazu, den Platz nach Volker Ernsting zu benennen. Das ist im Beirat gelandet. Der Beirat war sofort begeistert von der Idee, hat das also einstimmig angenommen. Heute Abend wird der Platz im Rahmen des Festivals Maritim offiziell eingeweiht.